Die Idee geht auf Yvonne Faller zurück, meine Vorgängerin im Amt als Münsterbaumeisterin. Die hat die Initiative ergriffen und hat diese Idee, die Stadtgeschichte und Münstergeschichte auf das Münster zu projizieren. Ließ der Zähringer Berthold II. Auf dem Schlossberg eine Festung bauen. Und sein Bruder Konrad verlieh daraufhin der Siedlung unterhalb der Burg im Jahr 1120 das Stadtrecht. Das ganze Münster musste gescannt werden, ein 3D-Modell erstellt werden. Es hat die Firma Kalrin einen ganz tollen Film, ganz tolle Animationen gemacht. Das ist sehr aufwendig. Es gibt mehrere Projektionstürme, die da aufgebaut sind, Projektoren, die das auf die Fassade projizieren. Das Münster ist ja keine ebene Fläche wie so eine Kinoleinwand, sondern es hat ja sehr viele Nischen und Aufbauten und so weiter. Und es muss alles, die Projektion muss genau darauf ausgerichtet sein, sodass man aus jedem Blickwinkel vom Münsterplatz auch ein schönes Bild erhält und keine Verzerrungen hat und so. Das ist schon sehr aufwendig. Bitte erschrecken Sie nicht, das ist einer der Wasserspeier. Es werden 900 Jahre Stadtgeschichte gezeigt, und zwar Stadt- und Münstergeschichte. Und man kann sehen, wie das Münster gebaut wird, man kann sehen, was in der Stadt passiert. Ja, das Münster wird wirklich lebendig.